The Evil Within bei den Spielkindern und zwar mit ganz vielen davon. Mit Nick, Laura und Dennis. Dankeschön. Oh, es hat funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Ich hätte es jetzt nicht gesagt. Einfach deswegen, hat Dennis, deswegen bin ich ja da. Ne? Deswegen habe ich auf die nette Laura gehofft. Ja, wir sind zu dritt hier, spielen jetzt The Evil Within. Die Folge hier sollte, wenn alles klappt, pünktlich am 31. November ausgestrahlt werden. So spät. Oktober. Lasst mich doch ein. Rutscht mir doch den Buckel runter. 31. Oktober. Ihr wisst doch alle, was ich meine, an Halloween. So. Und ja, es wird wohl... Wir können auch am 31. November nochmal Halloween feiern. Ja, genau. Feier ruhig am 31. November jetzt bastel ich mir schon gerade mein Kostüm zusammen. Dann kann ich es auch zweimal tragen. Also insofern. Ja, so, wir spielen Evil Within. Das ist wohl ganz gruselig. Kommt von Shinji Mikami, dem Resident Evil Erfinder. Der das damals erfunden. Das gesamte Genre des Survival Horrors nicht erfunden, aber zumindest populär gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob er es immer noch kann. Ja. Nach all den Jahren. New Game. Da stand nur Continue, ich habe nur geguckt, ob das Spiel läuft vorhin. Also ich weiß jetzt auch noch nichts, außer das, was wir auf der Gamescom gesehen haben. Das mittlere soll barely withable sein. Jetzt, oder? So. Ja. Sieht man auch so ein bisschen. Gut. Wir spielen es auf Casual, weil ich im Test gelesen habe, dass Survival tatsächlich schon sehr anspruchsvoll ist. Da knabbert man wohl an einigen Stellen ganz schön. Da soll man sich nicht, also es ist nicht normal und leicht, sondern es ist normal, schwer und extrem schwer. Also, okay. Aber guck mal, da sind die Schwachen und Ängstlichen, ganz ehrlich. Passt doch. Nein. Das ist der viel hässlichere Kopf. Wir haben ein blondes Mädchen und einen Diabeteskranken. Also ganz ehrlich, schwach und, also ist doch jetzt klar, oder? Du bist auch blond. Ja, ich habe ja auch mich mit dem blonden Mädchen gemeint. Was denkst du denn? Du bist eine Brillenträgerin, siehst du? All units, 1199, expedite cover code 3, Deacon Mental Hospital. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimamanda on the Beacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kitten. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Ist aber nicht sehr realistisch, die hatte lila Augen. Wieso? Gibt's doch. Wenn sie jetzt orange gehabt hätte, das wäre unrealistisch, aber lila gibt's doch. Aber wie viele haben wirklich lila? Relativ wenige Leute, aber es ist ein gewisser Prozentsatz. Und die haben groß. Es gibt auch Kontakt, weil sie drauf steht, wer weiß das. Und die haben, aber die Leute haben großes Glück, ne? Das ist ja diese alexandrinische Mutation. Und die haben ja dann auch keine Menstruation und keine Körperbehaarung und so unterhalb des Kopfes. Schon sehr praktisch. So grauen. Also, dass die keine Menstruation haben, ist mir neu. Warum habe ich das nicht? Nee, das ist wirklich ein. Gerade für Frauen ist das natürlich, glaube ich, ganz schön super. Haben leider nur ein paar 10.000 Leute. So, jetzt kann ich hier rumlaufen. Ja. Mit, kommt mir irgendwie bekannt vor. Das haben wir auf der Gamescom gesehen, ne, die Stelle. Also für alle, die damals vielleicht auch auf der Gamescom waren, letztes Jahr, die haben das auch schon gesehen. Ja. Ruckelt ein bisschen, Dennis. Ja, na gut, das kann sich vielleicht ab in 2 Wochen oder so bei unserer nächsten Aufnahme ändern. Jetzt haben wir erstmal einen Computer, der das nicht bei 60 FPS packt. Aber leben wir jetzt mal mit. Ja, müssen wir. Ja, das ist ja ist es doch immer noch okay. Es so. Ruckelt ja nicht so schlimm. Ja, es passiert allerdings jetzt auch gerade noch nichts Schnelles und Actiongeladenes. Aber jetzt kommen wir aus dem Regen raus, jetzt wird es auch schon besser, guck mal. Ja. Der Regeneffekt frisst ganz schön. It smells like blood. Alright.
Stay sharp. Oh Gott. Ach, er mit seinen tollen Lederhandschuhen. Er ist doch sexy. We're gonna check Find it ich out. Auch. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. Die Frau muss draußen warten. Was für ein Shobi. Okay, naja, ist besser für sie, dass sie draußen wartet. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das bringt ja auch nicht viel. Ja. Also ich würde vorschlagen, das ist hier gar nicht so gut gelaufen in dieser. Ja. In diesem Krankenhaus. Das ist ein guter Zeitpunkt zum Umdrehen und nach Hause fahren. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, warum man sich das antut ohne Verstärkung, oder? Ja. So, lass doch da jetzt mal ein paar SWAT-Fahrzeuge rufen. Ja. Ich meine, hier sind 50 Leute ermordet in der Lobby. Ja. Grausamst ermordet. Ja. Naja. Sonntagsbrunch. Da geht man nicht zu zweit rein. Nee. Nee, nee. Normalerweise nicht. Guck mal, einer lebt noch. What happened here? Can't be real. Impossible. Rubik is. I've got it. The security cameras might tell us something. Mal gucken. Der mit der Brille hat recht. Meinst du? Ja. Okay. Security Kameras, ich nehme an, die sind dann gleich hier. Da wo die großen Bildschirme sind. Ich hab das geschlussfolgert. Lass mir doch mal das Vergnügen. Guck mal, sie haben doch Verstärkung. Nee, das ist die Security von... Ach so. Wow. Okay. Das war die Security. Das ging schnell, oder? Der war ganz schön schnell dabei. Hä, wo ist er? Mit etwas Glück steht er hinter uns. Ah, er steht hinter uns! Oh, hast du übrigens gerade gesehen, was der in der Hand hatte? Nein, das war es eine Schere. Nein, das war ein Werkzeug zur Lobotomie. Nicht gut. Also haben wir dann lecker. Jetzt im besten Fall auch keinen freien Willen mehr, wenn er uns das ins Gehirn gerammt hat. Ja, aber offenbar hat er es uns nicht ins Gehirn gerammt, sonst. Ja. Wobei, so immer. Wahrnehmung geht dann immer noch. Ist nur ein Auge tot. Ja. Ja, wir brauchen schon Augen. Vor allem hängen wir jetzt hier gerade ganz schön geschillt ab. Das. Wieder dieses Messer. Haha, ich seh's. Ja, das ist. Das werden wir ganz, brauchen. Ganz unauffällig platziert. Das erinnert mich irgendwie an was. An was denn? Das erinnert mich dezent an Outlast. Ja, naja, gut. Es spielt beides in so einer Anstalt. Also hier und, wir haben bei beiden Spielen so einen dicken Butcher. So einen dicken. Ne, so ein. Ja, ja. So ein Schlechter irgendwie, der Leute zerstückelt. Ja. Wobei wir wissen nicht, was er gerade macht. Man hört ja nur so ein bisschen was. Naja, also, doch, ich kann es mir denken, so. Ja, also, der war schon so. War ja nicht er. Okay. Er bringt nur den Müll raus. Okay, ich kann schwingen. Ich kann swingen. Oh, sehr schön. Vielleicht hast du es. Womit greife ich denn eigentlich? Mit deinem Mund vermutlich. Ich mach das alleine. Du spielst. Na komm! Ja, ich kann das jetzt nicht so gut steuern. Na, gleich wird er zurück und tippt dich. Ja! Hab's, yeah. hab's. Und schneiden. Au! Das ging jetzt nicht sanft. Ach, Lendenwirbel. Wer braucht Lendenwirbel? Was haben die je für uns getan? Ja. Ja, das kriegst du immer erst damit, wenn du sie kaputt gemacht hast. So, Sebastian, wie kommst du denn jetzt hier am dümmsten raus? Kann ich irgendwie schleichen? Lauf doch auf ihn zu. Töte ihn doch gleich. Ich wüsste ganz gerne, wie ich am... Wird doch bestimmt noch irgendwie... Ah, hier. Okay. Ah, ich muss das gedrückt halten, oder? Weil wenigstens hat der Musikverständnis, ne? Ja, das stimmt. Der vielleicht liegt das auch einfach schon die ganze Zeit. Das ist eine Anstalt, da läuft ja sowas immer klischeehaft. Hier ja, ist eine Tür. Ja... Da kann ich. Nicht da komme ich aber nicht. Vielleicht brauche ich. Ja, guck. Ich weiß nicht. Lord, shit. Verschlossen. Was weißt du nicht? Vielleicht wäre es auch nicht so gut, da so laut gegenzuhämmern. Naja, das stört doch hier keinen. Na, guck mal, er ist schon weg. Er ist weg. Na, brauchst du keine. Ah, er ist wieder da. Ich wollte gerade sagen, für wie lange wohl? Ich. Stell mich mal kurz. Ich muss mal kurz hier so warten. Ja. Dann wird's einfach am Vorbeischleichen. Ja, ich glaube, da. Er macht das sehr fachmännisch. Aber über dem Tisch, guck mal, da leuchtet was blau. Ich glaube, das sind die Schlüssel. Ich weiß es nicht genau, aber es sieht ein bisschen danach aus. Ja. Es wäre irgendwie sinnvoll. Genau, und jetzt hinter ihm langschleichen.
und ihm von hinten eins mit. Ja, man könnte das jetzt ganz schnell. Eine Waffe überziehen, die wir nicht haben. Die Schüssel? Ich kann die. Dennis? Ja, jetzt. So, ein normaler Schlüssel. Schnell wieder raus. Ja, ist ja gut. Er kommt schon. Lauf! Basti, lauf! Top! Wie das wieder funktioniert hat. Ich find's super. Ich bin hochkonzentriert. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Also merkt euch das schon mal, ihr werdet ja auch gleich spielen. A ist. A ist benutzen von Sachen. Und hier hinten R, B, hinten ist Schleichen, das muss man gedrückt halten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde sterben. Das ist doch bei Devil May Cry auch hervorragend gelöst und das war ein deutlich schnelleres Spiel als ich. Ich bin deutlich oft gestorben. Naja, ich aber auch. So, kann man. Ich werde jetzt mal nicht rennen, ja. Also ich versuche das jetzt einfach mal gar nicht, ob es dafür eine Taste gibt. So, jetzt sind wir hier über. Ganz ehrlich. Ah! Das war so klar. Stolperdraht. Du musstest jetzt unbedingt einen Stolperdraht. Nein! Er hat eine Kettensäge. Er hat eine Kettensäge. Vielleicht renne ich doch. Rennen? Ja. Ich glaube, das ist linker Stick reindrücken. Okay. Oder ich kann gerade nicht anders als rennen. Ja, ich kann gerade nicht anders als rennen. Also es ist einfach nur nach vorne. Wer baut halt so einen Rau? Au! Geil. Fuck! Klar, das macht. Hat er uns gerade das Bein kaputt gesägt? Ja, das macht das Rennen jetzt ein bisschen schwierig. Dann lassen wir das mit dem Rennen, dann wird jetzt geschlichen. Ich würde schnell weiterlaufen. Ja, aber wer baut denn so einen Raum? Jetzt mal ernsthaft, Leute. Naja, du hast gesehen, was der mit den anderen gemacht hat. Wie kommst du denn jetzt da? Hier unten, guck, da in die Schmiere rein. Ausweichen. Du kommst zumindest. Links. Warum ist da unten noch so rechts. Was? Ja, also das ist jetzt sehr ehrlich. Au. Wer macht denn aus dem Ausfluss da noch sowas rein? Nein, Fleischwolf. Naja, ist halt sehr gründlich. Ach so, ja, stimmt. Boah. Oh, das ist alles eklig. Da macht das Spiel aber auch schon gleich mal den Weg klar, ne, für die nächsten Stunden. Also es wird jetzt nicht so subtil, denke ich mal. Das sah gerade so aus, als ob der eine sich da noch bewegt hat. Also der halbe vielleicht. Den haben wir noch ein bisschen zur Seite geschubst. Das war's, glaube ich. Klar, der steigt aus der Brühe und ist wieder tipptopp sauber. Komm, das ist Lotus-Effekt-Kleidung. Das verstehe ich alles von allein raus. Laufen wir jetzt den Rest des Spiels so? Ja. Toll. Ich glaube, dass du die Einheit und du stirbst und ich spiele nachher einen anderen Charakter. Ja, das wäre cool. Das hätte aber mal Stil. Man hat ja auch auf der Gamescom, auf der E3, immer nur ihn hier gesehen und immer nur die ersten... Dreiviertelstunde? Ja. Nee, stimmt nicht. Man hat auch später noch eine Szene gesehen, da war er auch noch dabei, also leider. Ja, vielleicht träumt dann der andere Charakter von ihm. Ich guck mal, ob hier hinten noch was ist. Ja, Shopkara. Man muss immer alles. Guck mal, ob da vielleicht irgendwelche Comics verteilt sind, die man lesen kann. Ist doch nicht Last of Us. So, nee, hier ist nichts. Das wäre aber lustig, wenn man bei so einem Horrorspiel Kindercomics sammeln könnte. Ach, das hätte was. Oder irgendwas sammeln. Schallplatten. Ja, Schallplatten, genau. Wo Leute noch schnell, bevor sie gestorben sind, Audioaufzeichnungen gemacht haben. Das mag ich mal am liebsten. Ja. Aus der Schallplatte. Ist das eklig. Ja. Ja, vor allem mit der offenen Beinwunde da jetzt. Oh, man möchte sich nicht vorstellen, was sich da gerade alles an Infektionen verbreitet. Ja, man kann es nachher einfach amputieren. Also. So einfach. Du hast zu viel so Walking Dead einfach gespielt. Den Typen mit der Kettensäge, der macht das der für hilft dich. Dir da, der hilft dir da ganz freundlich. Ganz hilfsbereit. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Wir können auch mal anklopfen nachher. Ob wir, entschuldigen, können Sie mal bitte mein Bein amputieren? Ach, guck. Ich brauche das jetzt nicht mehr. Nee. Bevor sich da was ausbreitet. Sowas wie Notizen gibt es natürlich nicht. Nee, ja, hätte ja sein können, dass jetzt hier schon ein Medipack rumliegt, dass man sich heilen kann. Aber ja. Oder irgendwas, was vielleicht so ein bisschen Hinweise auf den Hintergrund geben oder könnte. Der packt mich. Ah, guck mal hier, da liegt doch mal was. Mensch und du hast Outlast erwähnt, da liegen natürlich Akten. Ja. Ja, wie in Outlast. Genau, das ist eine alte Notiz aus dem Abwasser-Dingens. There's a ladder which would take you to the old world. Also zum alten Trakt. You would find an elevator leading outside. Also geradeaus weiter und irgendwo ist dann da schon eine Art Ausgang. Raus und dann ist alles in Ordnung. Finden wir schon. So, jetzt gucken wir hier. Kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so einfach ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, das Spiel dauert nur 20 Minuten. Na gut, bei Outlast ist ja auch der erste größere Raum, in den du nach dem Prolog, sag ich mal, reinkommst, nachdem du da in die Anstalt geklettert bist, ist ja der Hauptsaal mit der Ausgang, mit dem Ausgang eigentlich. Aber das ist halt zu und du kommst da nicht raus. Na, hier kommen wir auch nicht weiter, da ist ein Schloss dran. Da kommen wir raus. Da ist auch ein Schloss. Oh, in die Hose gemacht. Das ist so schlimm. Du, Norbert und ich auch, aber im Gegensatz zu uns gibt es bei dir keine Videoaufzeichnung davon. Ja, das könnte sich hiermit ändern.
Kann man das aufmachen, die? Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Na, hätte sein können. Bisschen Interaktivität. Eine Leiter. Hier ist die Leiter, von der schon. Ach, hier ist eine Interaktivität. Mit seinem, ja, halben Bein. Ja, ja. Na, er zieht sich da jetzt. Ist halt kräftig. Nein, Bizeps. Ne? Armmuskeln. Ne? Ist halt wie bei dir. Ein richtiger Mann. Wie bei dir. Ja. Also nicht, dass du jetzt ein richtiger Mann bist, aber. Was ich aber cool finde, ist, dass er wirklich die Sprossen greift. Ne? Das hast du ja manchmal in Spielen, selbst in modernen Spielen noch, dass sie dann immer so ein bisschen so komisch klettern, gerade wenn es so Third-Person-Perspektive ist. Zum Beispiel auch in Tomb Raider, in dem letzten. Obwohl das ja dann auch ein sehr schönes Spiel ist. Ja, stimmt. Gab's das auch. No. So, gucken wir mal hier. Da liegt noch eine Akte. Das ist immer gut. So, Stemsis, das ist ein Boiler Room, also hier ist der Boiler Room. So, die haben um 13 Uhr haben sie irgendeinen Operating Test gemacht, was auch immer Stem ist, das werden wir sicher noch rauskriegen. Ist erfolgreich gewesen, eine Viertelstunde später haben sie irgendwelche Gehirnwellen synchronisiert, kaum Verluste, machen mit dem Agent mit dem Experiment weiter. Agenten gucken sich das weiter an. Eine Anomalie tritt auf, nochmal eine Viertelstunde später. Der Stenograf, also der das alles mitschreibt, dass er sich nicht so wohl fühlt, sagt er. Weiß nicht genau warum. Der Doktor, dem ist das zu viel, der sagt aber, dieses STEM-System soll abgeschaltet werden. Das ist blöd. Steph beginnt complaining, also sie haben fallen in Ohnmacht zum Teil, haben Atemmangel. Die Angestellten versuchen zu entkommen aus dem Krankenhaus. Also da wurde irgendwas gemacht, was sicherlich nichts mit normalem Krankenhaus-Tätigkeit zu tun hat. Klingt jetzt alles schon wieder sehr nach Outlast. So ja. Experimente in so einer Anstalt oder im Krankenhaus. Und anscheinend konnten sie irgendwie nicht raus. Und dann ist der Typ um 14 Uhr, eine Stunde, nachdem sie den Test begonnen haben, ist wahrscheinlich dieser komische Teleporter-Typ aufgetaucht. Na gut, so viel wissen wir schon mal. Der Slenderman. Der Schlendermann, ne? Er schlendert nicht, der Teleportmann. Genau. Gucken wir mal hier rein. Ich will den Feueralarm auslösen. Ja, ich meine, die wissen eh schon, dass wir hier sind. Ne? Insofern ist es eigentlich auch egal. Ich finde die Lichtstimmung total toll. Hm. Das sieht richtig gut aus. Also. Wir haben es jetzt ja nun bei weitem nicht auf volle Details und so aufgedreht. Aber das Licht sieht einfach klasse aus. Auch hier ist schon wieder. Auch hier kann man sich doch mal ausruhen. Oder? Also Nickerchen machen. Ich würde fast vorschlagen, ich lege mich jetzt mal hier aufs Bettchen, ruhe mich ein bisschen aus. Und in der nächsten Folge dürfen dann Nick oder Laura dürfen sich drum streiten. Weiterspielen. Lecker. Bis dann, Leute. Bis dann. Tschüss.